Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, ich habe euch ja gestern schon angeteased, was auf euch zukommen wird, nämlich die Rostocker Biere. Und ich habe bisher mal gedacht, so okay, die kennen bestimmt nur das Rostocker Pilz oder vielleicht noch ein helles. Aber dass es da so viele Sorten gibt, das wusste ich selber nicht. Und ja, schaut euch mal das Video von gestern an, wo wir das Rostocker Pilz probiert haben. Da bin ich drauf eingegangen, wo ich es beziehen konnte und dass es das jetzt bei uns am Brandenburg gibt. So, was steht auf dem Programm? Naja, ihr habt es ja schon am Titel gelesen. Rostocker Export. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Bier, was ich gar nicht kenne. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getrunken. Deswegen auch diesmal für mich eine Premiere, die wir hier haben. So, und da ist drin Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hopfen und wir haben glatte 5,5% Umdrehungen. Das Design ist wieder gleich so, ne? Steht da Netze hier Export, typisch natürlich in Rot gehalten. Wer sich die Frage stellt, warum ist Pilzbier immer grün und warum ist Export immer rot, das hat einen historischen Hintergrund, haben wir auch schon öfters hier durchgenommen. Schaut euch da die Videos an, möchte ich euch gerne darauf verweisen. Dementsprechend übrigens auch hier beim Export, wie es sein soll, eine rote Kapsel. Export ist bei mir immer ein bisschen problematisch, das wissen wir. Kategorie Industriestandard, was für ein Export haben wir hier? Naja, Dortmunder Export natürlich. Ich mach mal auf, Temperatur sollte jetzt etwa bei, ich sag mal so, 8 Grad liegen. Lasse ich immer ein bisschen Temperatur anziehen, weil Pilzbier trinkt man in der Regel immer ein bisschen kühler als das Export. So, lassen wir mal laufen. Läuft schon mal geschmeidig rein. Ist jetzt ein mittlerer Einschank, den ich gerade gemacht habe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl, gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Welch Wunder. So, und ich halte es mal rein, dass ihr das auch seht. Und da sehen wir auch schon, wie es sich im Glas verhält. Also wir haben erstmal zwei Fingerbreite Blume, kriegen wir bei einem mittleren Einschank locker hin. Ich schwenke mal kurz. Wir sehen auch, bleibt ordentlich an der Glaswand haften. Ich würde sagen, auch hier haben wir es mit einer feinporigen bis mittelporigen Blume zu tun, die locker 90 Sekunden im Glas stehen bleiben wird. Also von daher für ein Flaschenbier absolut super. Und das passt schon mal. So, von der Farbe her auf der EBC-Skala haben wir es hier wieder mit einem klassischen Getreidegold zu tun. Es ist filtriert, wie man unschwer erkennen kann. Und von der Farbe her selber noch, oder beziehungsweise wenn ich da so in die Softbox reingucke, sehen wir auch, dass es ausreichend deep ist, also ausreichend tief, dass es auch ein bisschen saftig aussieht. Und ihr erkennt es hier, glaube ich, in der Kamera jetzt recht gut. Hier ist eine doch schon ordentliche Perlange, die man erkennen kann, eher eine feinere Perlung, aber da ist zumindest kein Stillstand drin. Also es hat auch so optisch zumindest so ein spritziges, so eine spritzige Ausstrahlung. Von daher muss ich sagen, für den Export sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir, das macht mir Appetit und so möchte ich es dann auch bewerten. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann wollen wir mal anschnuppern, ne? Oha. Schöner Malzkörper, kommt leichte Lieblichkeit durch und auch wieder das, was wir bei dem Rostocker Pilz ja schon festgestellt haben. Vom Bouquet her zweifelsfrei würzig. Es ist auch wieder ein bisschen Würze da noch mit im Spiel, wobei das hier, wie so bei dem Bierstil sein soll, schön lieblich auch vom Malzkörper ausgeht. Ne? Ist jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, im vordergründig, aber zumindest in der Kategorie Industriestandard, wo Hopfenextrakt auch drin ist, also da sage ich mal, okay, passt schon. Riecht aber natürlich so ein bisschen in den Industriestandard raus, so ehrlich muss man auch sein, glaube ich. Aber ist okay, wollen wir probieren? Der Andruck, ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Export, ne? Da muss ich mal lachen. Könnte ich jetzt wieder Anekdoten erzählen. Ne? Ja, ist ja wieder. Ja, Freunde, das ist wieder so ich und Export. Ne? Also wir werden uns nicht warm mit dem Dortmunder Export. Irgendwie ist es immer, ne? Beim Pilz ist so, oh, bitter, schön, herb und so. Ja, aber das ist hier so wieder bappig, ja. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass ich den, es ist nichts gegen das Bier, um Himmels Willen, es liegt einfach daran, dass ich mit diesem Bierstil nicht so richtig warm werde. Huch, Monitor rausgegangen. Und daran liegt das.
Aber komm, geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Objektivität will ich versuchen, jetzt hier reinzubringen. Erstmal Attribute, wo bewegen wir uns, gemütlich oder dynamisch? Ich glaube auch in diesem Fall, wir haben es schon erkannt, es perlt ordentlich ab, es ist schön spritzig auf der Zunge, es ist auch gleichzeitig süffig, das heißt, es läuft richtig wie Öl runter, was natürlich auch hier bei der Rostocker-Geschichte da der gesamten Textur zu verschulden ist, was wirklich angenehm ist, weil es ist wirklich butterweich. Es ist einfach, es läuft runter, das ist so ein richtig schönes Gefühl im Abgang, wenn das hier so runterläuft. Da kann man wirklich für Industriestandardverhältnisse wirklich einen Doppeldaumen nach oben geben. Das ist wirklich super. Ja, also von daher ordentlich. Also kann ich auch gleich vorweg sagen, auch sowas, dieses Rostocker Export würde dann auch in diese Industriestandardliste mit aufgenommen werden würden, wenn wir so eine Liste hätten. Also das wäre durchaus eine Option. Auch klar ist natürlich, dass es sehr lieblich ist. Ne? Also im Antrunk, du merkst schon, es ist schon fast süß. Also die Malzaromen kommen richtig klar definiert nach vorne. Das ist auch schön, da so aufbauend, nicht parallel zueinander verlaufen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Passt dann auch ganz gut. Und dann setzt dann auch schon so diese Würze ein, wo ich sage, man merkt klar, da ist halt ein bisschen mehr Stammwürze drin und das schiebt sich auch schön nach hinten und da, wo normalerweise bei einem Pilzbier oder bei dem Rostocker Pilz dann auch der Hopfen anfängt zu wirken, sage ich mal, sich erkenntlich zu zeigen, hast du hier dann das, wo ich dann immer mache. Die Kenner, die mich verfolgen, die wissen schon, was das bedeutet. Und dann hast du halt so wieder dieses, ich nenne es jetzt mal Bappige, ne? Das ist halt der Hopfen, der da fehlt, der sich halt nicht zu erkennen gibt bei diesem Bierstil. Ne? Gerade beim Dortmunder Export. Aber wirklich geil ist, dass es richtig weich ist. Es läuft richtig runter. Und auch das hier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, in geselliger Runde zu trinken. Und ich glaube, das wird da richtig Spaß machen. Und man kann mit diesem Bier sicherlich Spaß haben. Das möchte ich nicht abstreiten. Und ich glaube, es ist auch hier ein bisschen robuster. Das heißt, man könnte theoretisch auch ein bisschen wärmer trinken, von der Temperatur her anziehen lassen. Könnte es aber auch noch runtergehen, ein bisschen kühler. Vielleicht sogar als Wegbier, als Festivalbier, vielleicht im Rucksack drin, machst du auf. Dieses Bier verzeiht ein einiges. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf jeden Fall. Finde ich gut. Und es ist dennoch nicht zu aufgesetzt, zu überzüchtet, sondern es ist traditionell gebraut. Von daher, also auch hier muss ich sagen, für Industriestandardverhältnisse ist das ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Und dass mir Dortmunder halt nicht ganz so, Export nicht ganz so, das ist ja mein persönlicher Geschmack. Ne? Wie wollen wir es bewerten, Freunde? Ich finde es gut. Ich gebe locker 4 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Das kann man trinken. Finde ich in Ordnung. Ihr Lieben, das war's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.